Hallo, ich wollte euch was über Vim Syntax Highlighting erzählen. Wenn man Vim normalerweise startet, sieht es so aus. Langweilig. Syntax Highlighting hilft euch dabei, euch in einer Datei zurechtzufinden, wie in dieser Makefile zum Beispiel. Dann muss man einfach nur sagen, Syntax on, und dann hat man bunt. Und wie dieses bunt geht, das möchte ich euch heute zeigen. Grundsätzlich alles, was zu Vim gehört, liegt irgendwo in dem Vim Runtime Folder. Das ist meistens irgendwie sowas hier, bei mir zumindest. Und diese Vim Runtime Folder sind immer so gleich strukturiert. Man kann den prinzipiell auch in seinen Punkt Vim in seinen Home legen. Da sieht es dann ungefähr genauso aus von der Struktur her. Und die ganzen Syntax-Definitionen leben hier in Syntax, in dem Unterordner. Und die heißen immer genauso wie der Dateityp in dem File. Vielleicht Make. Und das sieht dann so aus. Diese Datei wird automatisch geladen, wenn ich eine neue Datei aufmache und den File-Type auf Make setze. Dann kommt hier unten ein Make, bei mir zumindest in der Statusleiste. Und kann falsche Variablen setzen und kriege alles in bunt. Ne? Genau, alles kaputt. Und Strings funktionieren. Oh, funktionieren nicht. Na, das ist okay. Aber wenn ich hier zum Beispiel Spaces statt Tabs mache, dann merkt Vim auch, dass da eigentlich Tabs stehen müssen und highlightet mir das entsprechend, dass es falsch ist. Zum Beispiel. So, wenn ich jetzt. Mein eigenes Syntax-Highlighting haben will. Oder wir können ja mal hier so durchgehen, was das eigentlich macht. Das Syntax-Highlighting ist so in zwei Stufen aufgeteilt quasi. Die erste Stufe ist, dass man sich so Symbole definiert und dem Vim sagt, hier, das ist ein Symbol, so heißt es und so sieht es aus. Das ist alles, was hier mit Syn anfängt oder mit Syntax. Und das zweite ist High oder Highlight, sagt, mach dieses Symbol so bunt. Man kann sich auch hier schon mal in jedem Buffer dann angucken, was hier alles so definiert ist. Uppala. Also lange Form ist halt Syntax oder die kurze Form ist halt Syn. Was hier alles schon definiert ist. Und da kriegt man so eine Liste, die jetzt hier nicht auf den Bildschirm passt, was wahrscheinlich der Fall sein wird für die meisten Dateitypen. Und Highlight oder kurz High zeigt mir an, wie diese Symbole halt gehighlightet werden. Das sind so die zwei Dinge, wie man Syntax-Highlighting macht. Ganz viele davon sind auch schon vordefiniert, weil Vim halt am Anfang ganz viel Zeug lädt. Und was da halt auch drin ist, dieses Airline-Unterstrich kommt alles hier aus einem Plugin. Das ist zum Beispiel hier unten diese Statusleiste, wie die gehighlightet wird. Das wird auch alles darüber abgebildet. Oder hier Statusline zum Beispiel. Irgendwie sowas. Und das kann man sich umdefinieren, wenn man will. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was haben wir denn hier mal? Haben wir irgendwas, was ich kenne? Error. Error, genau. Error kann ich mir zum Beispiel umdefinieren. Dann sage ich hier, highlighte mir Error als. Vielleicht nicht mit einem, das ist alles GUI, das interessiert mich alles nicht. Dann setze ich hier mal einmal das CTRMFG-Attribut, das heißt, auf einem Color-Terminal setze den Foreground auf 1. Foreground auf 1 ist rot in dem Fall, Foreground auf 3 wäre, glaube ich, gelb oder grün. Werden wir gleich sehen. Wenn ich hier Spaces hinmache, ist das immer noch bold. Dann mache ich hier mal das Bold weg, was hier vorher gestanden hat. Muss ich da einen None hinschreiben? Es ist gelb offenbar. Das ist so eine Eigenheit von Solarize, dass die fetten Dinge nicht die gleiche Farbe haben wie die nicht fetten Dinge. Wenn man ein normales Terminal benutzt, dann wäre es auch gelb gewesen und fett. Genau, jetzt habe ich hier schon
zwei Teile benutzt quasi, einmal das CTMFG. Können ja mal gucken, was die heißen. Ihnen die Hilfe dazu. Das Highlight Command. Und wir müssen hier irgendwo das CTerm finden. CTerm kann eine Attribute List kriegen. Ist irgendwo, was es kann? Natürlich nicht. Ja, aber wo finde ich die? Dort. Bold, underline, undercurl, strike through, je nachdem, was das Terminal kann. Italic, ich glaube, mein Terminal kann das nicht. Oder none. None habe ich eben benutzt. Okay, gehen wir zurück. Dann habe ich noch CTerm FG genutzt und Escape gemacht. Hier unten ist so eine schöne Liste, was ungefähr welche Farben sind. 2 ist. Sollte Dark Green gewesen sein, ne? Du hast 3 gesetzt. Ich habe 3 gesetzt, dann war es Dark Cyan. Das passt nicht, ne? Aber ich habe ein Terminal mit 8 Farben, deswegen muss ich diese Spalte hier benutzen. Und da ist es Dark Yellow, das passt offenbar. Gut. wer ANSI kurz kennt und schon mal seinen Bash-Prompt farbig gemacht hat, das sind dieselben. Aus irgendeinem Grund ist Vim da aber ein bisschen picky, ob es ein Terminal mit 16 Farben ist oder eins mit 8 Farben. Deswegen, ja. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie es das genau feststellt, aber es guckt irgendwie in diesen Term-String rein. Bei mir sind es irgendwie dieser hier. Sagt, dass es 256 Colors kann, aber es werden offenbar auch die Farben für 8 genommen. Keine Ahnung warum. Ich akzeptiere das so und hinterfrage es nicht. Gut. Dann haben wir jetzt ein Foreground geändert. Das gleiche können wir mit dem Background machen. Hier nochmal groß. Machen wir den Background mal. Weiß nicht. 7 weiß. Tada, ist weiß. So funktioniert das. Dahinter steckt irgendwo eins von diesen Syntaxdefinitionen, die irgendwo auf Error verlinken. Nehme ich zum Beispiel dieses hier. Make Command Error, links to Error, sagt es hier. Wir können ja mal gucken, wo wir das finden. Wahrscheinlich dies hier. Genau, hier wird ein Syntax-Element definiert namens Make Command Error. Und das sagt, wenn am Anfang der Zeile, syn-match sagt mir dann, da soll ein regex-match stattfinden auf die Zeile. Und das regex sagt am Anfang der Zeile ein Space und mehr davon und kein Space und mehr davon. Okay. Das hat offenbar da gematcht. Ich weiß nicht, ob Space Tabs matcht. Bin ich gerade nicht so. Make-Files müssen meines Wissens nach Tabs sein. Ja, aber wie man das leicht rausfinden kann, man nimmt dieses regex hier, tut es hinter das Find-Command. Ja. Ah, okay, das matcht offenbar auch da überall. Das ist ja interessant. Das hier war offenbar kein Error. Okay, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Es wird wahrscheinlich überschrieben. Vielleicht für Menschen etwas anderes besser, nämlich zum Beispiel Make Command. Ja genau, das habe ich nämlich gerade überlegt. Das ist direkt die Zeile drunter gewesen. Make Error. Make Commands. Dieses hier meinst du? Nee, Make Command Error. Und direkt in der Zeile drunter war ein Match auf Anfang der Zeile Tab. Hier? Jo. Ah ja. Ich sehe. Ah, da passiert jetzt ganz, ganz schwarze Magie. Ja. Jetzt weiß ich, was Draflo vorhin meinte. Okay. Das ist die zweite Version, wie man, oder die dritte, je nachdem, ob man Keywords mitzählt, wo ich noch nicht drauf eingegangen bin. Das ist so die zweite Version, Syntax zu definieren, ist sozusagen eine Region mit Start und Stop zu definieren. Dass man sozusagen sagt, dieser Ausdruck fängt bei diesem regex
an und hört bei diesem Regex auf. In dem Fall sind das hier ein Doppelpunkt und ein Tab am Anfang der Zeile. Und es endet an am Anfang der Zeile kein Tab oder ein Kommentarzeichen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diesen Match hier berücksichtigen würden, dann würde der auf diese Zeile hier, achso, ich kann ja mal hier Tabs einblenden, das ist ein Tab, dann würde der auf diese Zeile matchen und enden tut er halt an der nächsten Zeile, die kein Tab oder kein Kommentarzeichen enthält, das ist diese Zeile hier. Das heißt, dieses hier matcht sozusagen auf dieses Make-Command. Was das hier hinter macht, ist so ein bisschen, wieder so ein bisschen Magie. Das verschiebt den Start von dem Highlight auf das erste Zeichen nach dem Start. Das kann man leicht rausfinden, indem man die Hilfe dazu liest. Helps in Region. Dann sagt es hier, ich muss da irgendwo ein Pattern definieren, nämlich dieses Syn-Pattern. Und dieses Syn-Pattern sagt mir, dass ich hier solche Dinge benutzen kann. Bei uns steht hier ein HS. HS ist Highlight Start. Highlight Start wird verschoben auf S plus 1 und S ist das Start of Match Pattern plus ein Zeichen. Damit das Tab nicht mit ist, oder wie? Damit wahrscheinlich der Anfang der Zeile nicht mit gehighlightet wird. Nee, Moment. Wir haben falsch geguckt. Das ist ja das Semikolon hier. Das haben wir ja gar nicht, das ist ja gar nicht ausschlaggebend hier. Hier ist das überhaupt nicht der Fall, da kommt das gar nicht vor. Aber hier ist ME ist Match End. Also der Match hört im Endeffekt auf bei E-1 und E-1 ist End of the Match Pattern minus ein Zeichen. Das heißt, dieses Ende von diesem Make-Commands, von dieser Region, würde sozusagen auf der Ende der vorhergehenden Zeile liegen, weil nämlich der Match ja sozusagen bei dem Anfang der nächsten Zeile anfängt. Und außerdem verschiebt es RE auf Region End auf die gleiche Stelle. Genau. Ja, das so kann man die hin und her schieben, dass man sie halt, also manchmal muss man das halt machen, dass man komplette Zeilen sozusagen nur feststellen kann, zu was sie gehören, wenn man die nächste Zeile schon gelesen hat, sozusagen. Ne? Zwei Starts. Ja, das erste weiß ich auch nicht, was das eigentlich bedeutet. Das ist vielleicht so ein Spezialding. Dieses Make-Syntax-Highlighting, das wird auch für ganz andere Make-Dialekte benutzt, nicht nur GNU-Make. Kann sein, dass da irgendwie noch ein Feature irgendwie ist, was ich nicht kenne. Aus irgendeinem Grund habe ich den Maintainership für diese Datei gewonnen. Das letzte Mal, als ich einen Pull-Request drauf gemacht habe. Vielleicht sollte ich das nochmal nachgucken. Okay. Genau. Ein weiteres Feature ist dieses Contained. Das sagt dem Vim-Syntax-Highlighter, dass er nicht versuchen soll, dieses Element auf der obersten Ebene einfach so zu matchen, sondern nur, wenn es in einem anderen Element oder in einer anderen Region sozusagen drin vorkommt. Andersrum kann man halt genauso andersrum sagen, dass diese Region andere Region enthalten soll, nämlich die hier hinten dran aufgelistet sind, sodass das Syntax-Highlighting halt einfach schneller wird und dass er nicht immer alle Matches ausprobieren muss, ob sie passen, sondern halt nur die in dem Fall auch wirklich relevant sind. Ja, und es macht Contextual Parsing, ne? Bitte? Es macht ja den Parser-Kontext auch auf. Genau, richtig. Denn du willst ja manchmal nur Sachen in einem bestimmten Kontext highlighten. Genau, richtig. Also wenn man zum Beispiel das klassische Beispiel ist so String-Highlighting oder so. Wenn man am Anfang ein Hochkomma oder ein Doppelkomma, wie heißt das? Quote findet und dann einen String highlighten will und am Ende halt irgendwann den String mit dem gleichen Zeichen beenden will und halt innerhalb dieses Strings noch andere Dinge highlighten will.
aber halt nicht außerhalb dieses Strings. Genau, das wäre dazu. Und wir können ja mal gucken, ob das irgendwo drin ist. Dieses ist zum Beispiel hier drin. MaxBackTarget, was auch immer das heißt. Ja. Zusätzlich kann man bei allen Elementen auch noch NextGroup angeben. Das heißt, wenn der Syntax-Highlighter in dem Fall dieses Teil hier gefunden hat oder gematcht hat, macht er danach mit einer von diesen beiden weiter. Also er versucht im Endeffekt nur noch zwei zu matchen. Und das Contains ist halt so ein bisschen weniger restriktiv und es muss halt nicht genau in der Reihenfolge sein. Genau, das dazu. Gibt es da noch Fragen zu? Ansonsten gibt es noch das dritte. Ich weiß nicht, ob ich das hier finde. Das ist einfach, um Keywords zu highlighten. Hier ist zum Beispiel eins. Ah, to do fix me und xxx. Hm, langweilig. Vielleicht finden wir das bei C. Da gibt es ganz viele Keywords. Zum Beispiel Statements. Ah. Zum Beispiel ASM ist ein Keyword oder TypeOf oder Real oder IMAG, was auch immer sie tun. Und genauso gut kann man dafür ja, Klassen quasi angeben. Das Keyword-Argument für Syn unterscheidet sich halt von den Matches und von den Regions, dass es halt nur quasi konstante Strings matchen kann. So. Ich glaube, das war alles, was ich jetzt zählen wollte. Noch irgendwas? Ja, nee, das war's. Und ich kann dann nochmal gucken, was ich mir vorhin selber gebaut habe, kurz. Wenn viele von euch, die vielleicht mit Version Control arbeiten, kennen diese Konfliktmarker. Irgendwie, wenn ein Merge-Konflikt passiert, dass irgendwie sowas passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ein Trennzeichen. Sind das 7? Das sind 8, ne? So. Und in dem Fall, bei einem Merge-Konflikt ist der erste Abschnitt sozusagen das, was ursprünglich in dieser Datei stand, und das zweite ist das, was wir hinzugefügt haben, und wir müssen das beides miteinander verheiraten. Und wenn man das jetzt so in so einer Datei liest, dann kann man das sehr schnell überlesen. Deswegen habe ich mir einen Highlighter dafür gebaut, und wenn ich jetzt noch das Search ausmache, dass ich diese beiden unterscheiden kann. Und das sieht halt genauso aus, dass ich erst gucke, ob ich hier diesen Startmarker finde mit den 7 Klammern in die eine Richtung und dann gucke nach dem Trennmarker quasi. Und da habe ich genau auch das gemacht, dass ich das Highlight sozusagen erst bis zum nächsten Trennmarker sozusagen matche und dann davon halt einen wieder abziehe, damit ich auf der Zeile davor lande. Und da unten wird es dann bunt. Diese GUI-FG und GUI-BG sind übrigens für GWIM interessant. Kurze Frage. Ja. Wenn du jetzt so unterschiedliche Zeilenendungen hast, wie sieht das denn aus mit diesem Handrechnen von einem Zeichen weniger? Newline-Return-Kombi? Nochmal die Frage bitte. Wenn du unterschiedliche Zeilenendungen hast, also nur Newline. Ach so. Das. Oder Return Newline, so rum. Ja. Das ist abstrahiert das WIM für dich. Ich glaube auch, ja. Du hast Fileform Gloss und Fileform Unix und die interne Repräsentation ist immer Newline und wird beim Schreiben und Lesen quasi gemacht. Okay. Es sei denn, du machst es quasi absichtlich kaputt. Also kannst du halt sagen, lad mir einen Windows-File als Unix-File, dann hast du halt explizite DAC-Ms am Ende der Zeile einfach stehen in der Datei. Okay. Na, das geht nicht. Ich kann das ja nochmal kurz in dem GWIM zeigen. Ah, der GWIM ist zu groß. Der ist im Echo-Mode, ne? Uff. Der ist im Echo-Mode. Ich warte gerade. Kannst du den noch auf normalen Modus? Okay.
So, hier könnte ich nämlich zum Beispiel sagen, dass er, jetzt muss ich mir kurz eine raussuchen, dass er zum Beispiel Search highlighten soll und zwar mit einem anderen GUI-FG. Nehmen wir mal irgendwie so Light Pink. Geht das vielleicht? Schade. Der Fehler sind die X da vorne. Das sind die X da vorne, stimmt. Und da muss ich einen Hider vorsetzen. Und wenn ich jetzt was suche, was offenbar auch drin vorkommt, dann ist es grün. Sehr gut. Und wenn ich es auf Yellow setze, ist es Yellow. Oh, mein Hintergrund ist auch Yellow. Naja, you get the point. Hier kann man auch, wie gesagt, Hexcodes angeben und sich dabei austoben. Ja. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Vielen Dank. Thank you.